Und wie gesagt, manche Spiele unterstützen auch, wenn man HD an die PS2 an den HD-Fernseher dran klemmt oder halt man so ein Capture-Tool hat oder Capture-Hardware hat, sagt, dass dann HD-Gerät dran sitzt als Ausgabeformat, dann gibt es auch entsprechend, ja, meine Spiele bessere Grafik. Bei dem Spiel hier allerdings nicht. Ich glaube, das ist glaube ich identisch zu der SD-Auflösung hier, aber mache ich, weil ich ein klares Bild hier habe, wenn ich 720p im Modus angebe. 1080p könnte ich übrigens auch machen, beziehungsweise könnte ich theoretisch, aber habe keine Capture-Karte, die nützt das nicht. Das würde so noch ein bisschen besser aussehen, eventuell, und nicht so pixelig sein, wie es hier ist. Aber jetzt haben wir genug geredet, jetzt können wir mal weitermachen. Ich wollte nur gesagt haben, von wegen 720p und so weiter. Und dass die PS3-Version tatsächlich von der Grafik dasselbe Spiel so gesehen ist. Nur die Texturauflösung ein bisschen höher ist. Was man halt mit dem Emulator auch erreicht. Deswegen sehen die Spiele auf dem Emulator meist besser aus. Weil einfach die Texturauflösung höher ist. Und halt bildklarer ist meistens. Glücklicherweise, aber. Bin ich jetzt hier richtig? Ja, ich glaube schon, das müsste der sein. Bei meiner Capture Hardware zum Beispiel so, ich habe hier, die wird immer voll nur SD abgefragt. Obwohl es ein HD-Dingens ist. Da ist irgendwie der Schwanz, wir haben irgendwie den Schwanz abgeschossen. Ohne die Dingens zu erledigen. Können die theoretisch nochmal herkommen später, aber ich will die komplett erledigen. Wie er seine Richtigkeit hat. So. Haben wir den Schwanz übrigens mal abgeschossen hier. Deswegen, ich muss per eigenem Programm, auf PS2, was ich auch auf PS2 halt installiert habe, auf der Memory Card, muss ich quasi sagen, dass es hier sich, dass er das auch in HD ausgeben soll. Und im HD-Ausgabemodus machen soll. Sonst habe ich nur SD-Auflösung. Ja, ist so, weil ich weiß auch nicht, warum man das macht. Bei meiner Capture Hardware macht er das bei meiner Karte hier, die ich hier drin habe. Keine Ahnung warum. Aber, naja, ist halt so. So, das war das. Jetzt geht's weiter im Speicherschrein. Okay. Ich mache hier gerade so nebenbei. Bei der ersten Aufnahme war ich nämlich ein bisschen länger, sagen wir mal, aber ich bin weiter unterwegs. Nur die zweite war ich da hinten bei den Moosbäumen. Bei der ersten war ich ein bisschen länger, war ich so fast bei Kolossum. Das war dann ganz nervig. Man war schon fast fertig und dann hat man. Ja. hat man das Problem gehabt, von wegen, dass plötzlich der Ton gestört ist. Und auch so ein Video gestört war die ganze Zeit. Da. So, hier bin ich das beim letzten Mal gehabt. So, bei der ersten Aufnahme war ich hier. Bei der zweiten Aufnahme war ich hinten bei den Obstbäumen. Also nicht da, sondern auf der anderen Seite. Also nicht bei denen, sondern auf der anderen Seite, wo wir eben waren. Wo ist jetzt unsere Eidechse? So, da ist sie doch. Komm her, komm her. Ich hab die noch getroffen! So bunt her. So. Geht doch auch. Ach, meine Güte, ey. So, bleiben wir mal hier ab. So. Dafür hab ich auch mein Backup-Dingens gebraucht. Weil. Ja, zweimal war ich schon, ne? Weil ich zweimal schon gespeichert hatte. Einmal hier und einmal da hinten. Und dann muss ich wieder alles zurücksetzen und nochmal machen. So, wie hieß das, glaube ich, war hier, keine Ahnung, östliche Küste oder so heißt das, glaube ich, hier. Wenn mich irrt, wenn ich mich nicht getäuscht habe, wie gesagt, das ist noch etwas länger her. Hab ich keinen Bock gehabt. Östliche Steilküste, ah ja. Östliche Steilküste ist das hier und wir gehen mal nach oben. Weil wir uns mal nach oben klettern wollen. Weil es auch was zu sehen gibt. Weil es hier eine gute Aussicht gibt. Von da oben muss man eine gute Aussicht haben. Ach, was war das denn? Ach ja, das war schlecht. Und da bin ich jetzt so hoch, weil ich dachte. Ja.
So, na also. Komm her. So, komm her. Ich muss ein bisschen höher, so. Und gleich hoch. So. Klettern wir mal da kurz noch hoch hier und dann gucken wir uns mal um. So. Okay. Immer eine Freiheitsstatue. Das Schwert nach oben halten. Gut, den ist eine Fackel, aber wir nehmen halt das Schwert. Wir müssen mal hin. Da hin. Und wir haben hier eine kleine Aussicht, mieses Wetter, aber nur wenn wir das Schwert nutzen. Sonst haben wir hier. Sieht man auch nicht viel mehr, ehrlich gesagt. Hier sieht man so ein bisschen mehr, ehrlich gesagt, weil es ein bisschen dunkler ist. Ja, dahin sieht man nicht ganz so viel in der Richtung, komischerweise, wie da zum Beispiel. Hat vielleicht auch einen speziellen Grund. Hat mit derselben Grund zu tun, wegen der Brücke, was wir letztes Mal erwähnt hatte. Ist. Ja, ein ähnlicher Grund, vermutlich. Ja, da will ich auch nicht drauf eingehen. Später, wenn man dann nochmal zur Brücke kommt, werde ich das mal gemeinsam behandeln, das Thema eventuell. Und ja, das war's hier oben. Nochmal richtig viel. Aussicht schon, ne? Ganz große Ebene. Und da sind noch eine Menge Eidechsen da hinten. Aber die machen wir später irgendwann. Wenn wir da hinten hinlaufen. Sieht man jetzt von hier ist nicht mehr. Aber da kann man dann hier nochmal unten langlaufen an der Küste. Also kein Problem. Das machen wir dann. Aber wir machen jetzt hier erstmal. Ein Sprung nach unten, ja, Geronimo! Jawohl, hat uns nicht wirklich wehgetan. Geht schon, geht schon. So, jetzt können wir mal hier weitermachen. Den Baum abholen, den Baum abholzen. Geht ja auch nicht. So, was haben wir hier? Hier müsste auch noch eine Eidechse sein. Hier, ich glaube, ein oberen Baum. Hier sind noch zwei, ne? Hier ist noch einer. Oder? Hier unten ist noch einer. Muss hier oben auch noch eine Eidechse rumlungern. Rumexen auf Ex. Vielleicht Witz, aber naja, muss auch mal sein. Sonst wäre es ja kein Let's Play. Hä? Ach, da ist sie, aber. Komm hier unten hin? Ich komme da zwar hin, ich komme nur nicht mehr zurück. Ja, das ist das Problem. Was mache ich denn mit dieser scheiß Eidechse? Aufstrecken, hat immer interessiert immer gar nicht. Da warten wir mal, setzen wir mal hier für Lauer und warten mal, bis sie sich mal rührt. Die wird doch hier sicherlich irgendwann noch mal hochkommen. Ich war ja eben schon mal hier oben, in der Nähe. Weil ich konnte da gar nicht hin. Nee, das ist zu weit weg. Wo ist sie jetzt? Da. Na gut, wenn die da unten rumlungert, kann man mal oben mal diese Früchte weghauen hier. Weißt du mal, wenn ich sie denn sehe. Immer vorausgesetzt. Da sind immer so Besuchaktionen. Wenn man auch nicht wüsste, wie viele da sind, dann könnte man hier viel übersehen an so einem Baum. Die kümmert es immer noch nicht. Gut, kümmern wir uns gleich mal drum um die Eidechse. Machen wir erstmal. Na, warum will nicht laufen hier, unser Typ? Mann, der Wanderer will nicht laufen. Der will nicht wandern. Er will nicht. Er will nicht laufen, er will wandern oder so. Ja, ich weiß auch nicht. So. Einmal nehmen wir den. Wie bist du denn drei, ne? Wie viel sollte die drei sein? Drei. Auf meinem Zettel steht das hier drauf. Den ich ja schon vor ein paar Stunden schon gemacht habe, aber noch nie gebraucht habe, komplett. Da ist auch noch, was soll das sein? Ich weiß es nicht, was das für Früchte sind. Hauptsache, sie schmecken. Und fallen nicht in den Boden. Ja, das kann natürlich ganz übel werden. Das ist sicherlich die PS3-Version vielleicht auch behandelt worden, korrigiert worden vielleicht. Bisschen mehr haben wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich haben wir ein bisschen mehr gemacht, aber nicht ganz so viel wie bei anderen HD-Remakes. Wenn es überhaupt so viel ist bei diesen HD-Remakes, meistens ist da wirklich nur so höhere Auflösung der Texturen und das war's dann. Das ist eine andere Eidechse, nicht die, die ich jetzt gesucht habe.
So. Wo ist er? Da hinten. Kommt er gerade hoch. Ah, ich Idiot, ich hab falsche Waffe gehabt, ey. Ich wollte eigentlich mit den Dingen schießen, mit dem Bogen. Beweg dich, du Mistvieh. Ja, der Pfeil hat er Schlangen. Ach Gott, jetzt bewegt sich das Vieh nicht. Ach Gott, hier ist eine Tour hier mit dem Ding. Das ist natürlich ganz schwer ranzukommen an dem, weil man kann von da aus auch nicht hinspringen. Zu weit. Das will ich einfach mal von oben her wissen, aber... Oh, die fällt aber nicht runter. Aber ich komme hier auch dran an dieses Ding hier. Nee, komme ich nicht. Ach nee, ne? Es ist, ach Gott, nee. Gucken, ob ich damit gezielt den Sprung hinkomme. Ich komme nicht hin. Ach, das soll nicht wahr sein. Ich habe keine Angel oder so. Na, also geht doch. Ach, ich dachte schon, ich müsste hier wieder, ich müsste hier schon wieder wegreiten. Das war, sorry für den Hänger einer Sprache. War keine Absicht. Stört mich auch am meisten. Aber kann ich nur mal nicht ändern. Das passiert manchmal bei kurzen Konzentrationsmangel oder so. Passiert das mal bei mir. Ist keine Absicht. Aber ist halt leider so. So. Soll irgendwo noch ein Nebenbaum sein? Ach, da ist er ja, der Nebenbaum. Und gleich alle beide da. Und gleich alle fünf erwischt. Ach, da wird uns die Eidechse bis ärgern, der Schwanz, ey. Wo der, weil man da einfach so hingelaufen ist, weil noch massig Platz da, ist man nicht runtergefallen, nichts dergleichen. Ja, Spiellogik. Ja, komm, nimm den auch durch. Nimm den doch auch, so. Hier kann er auch lang, wenn das runterfällt. Also, was soll das denn? So, jetzt sind wir hier fertig mit dem Umsbäumen und der Eidechse. Jetzt holen wir noch was ab. Und zwar, wo bist du dafür hin? Das ist H6. H6 ist das. Ja, noch ganz am Rand. Also, denk mal da in die Richtung, ja? Oh! Ich wollte das mal was anderes machen. Wollen wir mal ausprobieren, im Laufen da ranzukommen. Das soll auch gehen. Wenn man überholt wird, kann man auch drauf springen. Aber. Gucken, ob wir das mal üben.